Es heißt ja immer, wer rastet, der rostet. Und das wollen wir nicht. Ehrenamtsarbeit, egal in welcher Form, ist Erfüllung. Ich kenne das Museum seit Kindertagen. Es hat mich immer fasziniert, wenn wir hier waren, immer Mama, Museum. Auch hier. Und wenn ich zum Beispiel in der Pause hier runtergehe, in die Café, den Kaffee trinken, gehe ich immer durch den Sauriersaal und sehe die Kinder, wie fasziniert die sind. Das ist, da wird man fast melancholisch. Es ist so ein bisschen back to the roots. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Ich bin Anja Friedrichs, ich bin seit 2001 hier im Museum. Ich bin seit 2007 hier in der Spinnentierabteilung verortet. Das heißt, ich bin zuständig für alles das, was die Menschen lieben. Milben, Zecken, Skorpione, Spinnen, Weberknechte und aber auch die Tausendfüße aus Platzgründen. Ich mache diese wunderschönen Objekte hier, wie man sieht, so ein bisschen in Gießharz eingegossen. Die sind einfach für Ausstellungen gut und man kann sie in die Hand nehmen, wenn man zum Beispiel Befürchtung hat, man ekelt sich davor oder so. Kann die Spinne in die Hand nehmen, aber hat sie nicht wirklich in der Hand und kann sie tatsächlich auch von beiden Seiten, von allen Seiten sich wunderbar angucken und verliert so vielleicht die Berührungsängste davor. Wir haben ja den Zukunftsplan, ne? Wir wollen ja auch in die Zukunft schauen, nicht nur, was wir schon 150 Jahre geschafft haben, sondern wir wollen ja gucken, was können wir die nächsten 150 Jahre wuppen. Dazu gehört natürlich, uns wunderschöne Depots zu bauen, dass wir hier wunderschöne Unterbringungsmöglichkeiten haben und dass alles digitalisiert ist. Das heißt, wir versuchen tatsächlich jetzt endlich mal jedes Tier, was hier bei uns steht, zu erfassen. Wir verleihen auch zum Beispiel an Forscher, die sich dafür interessieren, die das anschauen wollen. Aber dazu muss der Forscher ja wissen, was haben wir hier. Nur wenn man die Daten halt vorher erfasst hat, kann man ja überhaupt erst mal gucken, was war da, was ist heute da und wer weiß, was ist in 150 Jahren noch da. Wir haben hier viele Proben, die auch tatsächlich noch original so verpackt sind, wie die Sammler das damals gemacht haben. Und man ist bis heute nicht dazu gekommen, sich die einmal anzuschauen, auszupacken. Das heißt, wir sind die Ersten, die das wiedersehen nach all den Jahrzehnten. Und wir schauen uns erstmal an, was ist denn drin, hat er uns Daten hinterlassen, können wir davon irgendwas anfangen? Und dann wird natürlich geschaut, gibt es schon irgendwelche Informationen im Internet? Gibt es Fragen aus den Ländern von Forschern, ob wir was von da haben? Und wir teilen ihnen das mit und dann kriegt man oft die freudige Antwort, super, möchte ich gerne mitarbeiten. Und dann stellt man fest, oh, für die Länder haben wir erst zwei Arten von der Familie bekannt und jetzt auf einmal haben wir hier 5, 6 weitere gefunden. Also das ist schon Wahnsinn, was man dann da so entdecken kann und die Artenvielfalt einfach auch so ein bisschen genauer beziffern kann. Es ist einfach wichtig zu verstehen, was gibt es alles auf der Welt, weil wenn wir nicht wissen, was da ist, dann können wir auch Zusammenhänge nicht verstehen. Und wenn wir Zusammenhänge nicht verstehen, dann wissen wir nicht, was wir vielleicht kaputt machen. Ja, und auch hier in diesen wunderschönen neuen Schränken ist ganz viel verpackt. Hier versteckt sich ganz viel dahinter. Das ist die Dahl-Sammlung. Dahl deswegen, das war der Forscher, der es angelegt hat. Der Herr Dahl war auch gleichzeitig einmal der Wissenschaftler hier in der Sammlung vor vielen Jahren. Also 1890 bis 1920 hat er hier gut gearbeitet, hat hier mit den Spinnen gearbeitet. Er hat aber auch die Veröffentlichung Die Tierwelt Deutschlands mit vorangebracht und herausgebracht. Und hat hier seine ganz persönliche Sammlung angelegt mit den Spinnen, selber gesammelt, selber präpariert. Wir haben hier die Mikropräparate-Sammlung. Auf den Mikropräparaten befinden sich hauptsächlich die Beine der Spinnen. Manchmal sind auch Teile vom Körper drauf, aber oft ist der Körper an anderer Stelle in einem Glas in der Alkoholsammlung und nur die Beine hier auf dem Mikropräparat. Aber am Ende des Tages, um sicher zu bestimmen, welche Art es ist, brauche ich den kompletten Körper. Herr Dahl hat gedacht, mit Hilfe der Beine kann er einen Bestimmungsschlüssel anfangen, hat die Beine quasi abgeschnitten, hier eingebettet. Er hat uns aber leider nicht hinterlassen, welches Glas in der Nasssammlung zu welchem Mikropräparat hier gehört. Er hat hier alle schön beschriftet. Wir müssen die versuchen zu entziffern und da kommen meine Ehrenamtlichen ins Spiel. Ich habe nicht die Zeit, mich hier wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Das heißt, die Ehrenamtlichen übernehmen die Entzifferung, schreiben mir auf, was hier auf den Mikropräparaten zu finden ist. Also einmal, welches Tier es ist, wie viele Beine habe ich. Hier hat er alle 8 hingepackt, hat er nur 5 hingepackt. Die rechten, die linken, damit ich so die Informationen habe. Und dann gehen wir quasi mit dem halben Puzzleteil in die andere Sammlung und schauen da, ob wir den Rest vom Tier finden, um das Puzzle quasi wieder vollständig zu kriegen. In diesem Glas gucke ich jetzt, wie viele Spinnen vorhanden sind. Das sind also 3 Spinnen.
Wir müssen jetzt erstmal sortieren und die Spinnen nach Gattung erfassen. Das sind Spinnen, die bestimmt sind, wo wir die Art von der Spinne schon kennen, von der Vogelspinne. Während Gisela die Spinnen bearbeitet, die noch nicht bestimmt sind als Art, sondern die dann von einem Spezialisten für diese Tiere irgendwann mal bestimmt werden. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo er die gefunden hat, zwischen Patamarca und Machu Picchu. Hat er die Spinne gefunden? Als Ehrenamtskoordinatorin bin ich die zentrale Ansprechperson für unsere Ehrenamtlichen. Und natürlich bin ich auch die Ansprechperson für unsere Hauptamtlichen, die Ehrenamtliche betreuen oder weitere neue Ehrenamtliche haben wollen. Es geht darum, halt ein sehr unkompliziertes, schnelles Onboarding zu ermöglichen, um die Ehrenamtlichen hier ans Haus zu holen. Sie schnellstmöglich auch als eine sehr wertvolle Human Resource, wenn man so will, ins Museum zu integrieren. Und es gibt im Großen und Ganzen zwei Wege. Mittlerweile ist es so, dass wir von außerhalb rekrutieren. Und zwar, indem wir wirklich einen professionell aufgesetzten Aufruf fürs Ehrenamt starten. Das beginnt damit, dass wir innerhalb des Hauses eine Bedarfsumfrage machen. Und auf Basis dieses gemeldeten Bedarfs formulieren wir Ausschreibungen. Und diese gehen dann online. Es gibt aber auch den anderen Weg, und zwar betrifft der unsere Beschäftigten am Haus. Ganz oft ist es so, dass sich Beschäftigte mit dem Renteneintritt dem Museum sehr verbunden fühlen und auch ihrem hiesigen Arbeitsbereich. Und als Ehrenamtliche hat man natürlich dann die Möglichkeit, sozusagen die Creme de la Creme seines bisherigen Tätigkeitsbereichs auszuüben. Ich habe schon vorher ehrenamtlich im Tierpark und Zoo mit lebenden Tieren gearbeitet, viel Führung gemacht und dachte noch ein bisschen was dazu, dass die grauen Zellen angeregt werden und bin mehr oder weniger durch Zufall auf der Seite vom Naturkundemuseum gelandet und dort wurde beschrieben, dass sie Ehrenamtliche suchen. Da dachte ich nur, gut, das kann man sich ja mal angucken. Und bin eben hier bei den Arachniden gelandet, bei den Spinnen. Das macht Spaß, weil das auch nochmal wirklich so ein bisschen anregt, sich mit der ganzen Systematik zu beschäftigen. Wir sind beide im Ruhestand und sind der Meinung, dass wir hier auch etwas Sinnvolles machen. Und es heißt ja immer, wer rastet, der rostet. Und das wollen wir nicht. Wir können vor allen Dingen selbstständig hier arbeiten. Mit unserem Tempo, so wie wir das möchten, die Zeit einteilen. Und das ist schon perfekt für uns im Ruhestand. Ich möchte nicht zu Hause sitzen und jetzt die Wände anstarren. Man hat ein Leben lang gearbeitet und es ist auch schön, wenn man so seine Erkenntnisse noch vom Studium wieder mal einbringen kann. Der erste Kontakt zum Museum, seit ich wieder in Berlin bin, war in der Corona-Zeit, als das Museum quasi ein Projekt online hatte, per Zoom. Alte Texte, gibt ja sehr viele Reiseberichte hier von Humboldt, Schomburg und. Wir kennen sie ja alle, die aber größtenteils in Süderlin und Korinth sind, diese Texte zu transkribieren. Und das habe ich so, zwei Jahre habe ich das bestimmt gemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt brauchst du mal ein bisschen mehr Menschenkontakt und bin dann über die Manja Voss als Betreuerin der Ehrenamtler hier ins Museum gekommen. Also es macht mir Spaß, das ist keine Frage. Weil in einer bestimmten Lebensphase guckt man natürlich dann schon mal so ein bisschen zurück. Und ich war gerne als Wissenschaftlerin unterwegs und von daher, es ist auch immer noch der Gedanke da, wenn ich mir die einzelnen Präparate anschaue, also so der wissenschaftliche Gedanke, ne? Was sagt mir das jetzt? Was hat der Dahl damals sich gedacht, als er diese Sammlung gemacht hat? Was wollte er damit? Was kann man jetzt hier forschungsmäßig mitmachen? Dafür sollen die Daten ja dann zur Verfügung stehen. Doch, ich finde das schon eine sinnvolle Arbeit und fürs Museum ganz und gar. Unsere Ehrenamtlichen sind in verschiedenen Bereichen des Hauses tätig. Schwerpunkt ist definitiv unsere wissenschaftliche Sammlung.
Man kann alles Mögliche mitbringen an Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber wenn man nicht die Engagementbereitschaft oder nicht die Engagementwilligkeit mitbringt, dann bringt ein Ehrenamt natürlich nichts. Also das ist tatsächlich das Wichtigste, was man mitbringen muss.